Und zwar das erste Let's Play von Minecraft. Wie gesagt, GTA ist nicht so gelaufen, wie ich erhofft habe. Also, da dachte ich mir, mach ich mein das erste Video über Minecraft, war ja hier das Glitch-Video. Und ja, und das kam mir auch bei jemandem sehr gut an. Und die Person, die mich abonniert hat, wenn du willst, kannst du beim nächsten Let's Play dabei sein. Da können wir es zusammen machen. Ich habe ja auch gesehen, dass du deinen Kanal auch erst neu hast. Und dann kannst du ihn auch vorstellen. Kannst dann auch so mal sagen, was du da machen willst später. Also auf deinem Kanal. Wie gesagt, schreib einfach nochmal. Also melde dich einfach bei mir. Wenn du mich auf der PlayStation adden willst, brauchst du einfach nur die X wegmachen. Dann hast du schon meinen PSN-Name und dann, ja, können wir zusammen ein Let's Play machen. Du stellst dann deinen Kanal vor und dann kannst du ja eigentlich dann losgehen. Und ja, wie gesagt, auf dieser Welt wird es dann sein. Die nächsten Videos oder dann zeige ich auch dann beim nächsten Part oder ich schneide das, ja, ich schneide das Video und dann könnt ihr auch noch die andere Welt sehen. Dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, welche Welt es sein soll, die hier oder die andere. Müsst ihr dann entscheiden. So, wie gesagt, die Welt, ich glaube, die habe ich nicht so lange wie die andere. Aber wie gesagt, durch den Verdopplungsglitch habe ich halt alles bisschen mehr als andere, aber es hilft eigentlich wunderbar, die Verdopplungsglitche. Wie gesagt, hier Papier habe ich eigentlich gebraucht, um hier den Erfolg zu machen. Sammle oder kaufe 30 Smaragde. Dann hier die Enderperlen zum Enderportal habe ich auch noch. Also es ist offen, Diamante, goldene Äpfel und so. Und wer will, den helfe ich auch dann noch bei den weiteren Trophäen. Also wer noch nicht Minecraft auf Platten hat, den helfe ich dann. Auf jeden Fall auf den zwei Welten. Und dann noch, ja. Ja. Und wie gesagt, also ich müsste in die Kommentare schreiben, ob ich mehr Minecraft-Videos machen soll oder mehr GTA-Film wohl einfach so abwechselnd. Also abwechselnd einfach so machen. Wenn ich abwechselnd mache, dann sag's mir einfach, dann mache ich mehr, also abwechselnd mal eine Woche GTA, eine Woche Minecraft. Schreibt es einfach mir in die Kommentare und dann, ja, wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn ihr mehr Abos da lassen würdet oder gefällt mir. Also wie gesagt, das mit dem Headset, also ich nehme auch nicht so gute Qualität habe. Das liegt auch daran, weil ich mein altes Headset leider kaputt gegangen ist. Genau einen Tag vor meinem 18. Geburtstag. Dachte ich auch so geil, kaputt gegangen. Wo ich dachte, ja, ich hätte es mir auch eigentlich vorgenommen, wenn ich 18 bin, dass ich mir also YouTube-Kanal mache und ja. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch mich adden, wie gesagt, und könnt hier mit mir, also ich helfe euch natürlich, den Großteil Minecraft auf Platin zu schaffen. Wie gesagt, hier runter geht's zum Enderportal. Ja. Ich habe es eigentlich auch nur durch, das habe ich eigentlich nur gefunden durch Google, weil ich hab ja noch die Koordinaten gewusst, die Anfangskoordinaten von der Welt und von der Tutorial-Welt und da habe ich dann hier das gefunden. Die Enderperlen habe ich dann auch verdoppelt. Also ich brauchte nur noch vier Stück verdoppeln. Die restlichen habe ich so gefunden. Ja. Und wie gesagt, also, warte, muss ich mal Karte holen, dass ihr, wenn ihr euch selber das Enderportal suchen wollt, müsst ihr einfach dann die Kontdaten. Wenn ich die Karte finden würde, könnt ihr euch das zeigen. Das hasse ich immer, wenn die Karten weg sind.
Okay. Ach hier. Sind sie doch. Da komm, da ein bisschen schneller. Ja. So. Das sind jetzt hier die Koordinaten. X37. Q. Ja, sieht ja eigentlich. Okay, die Höhe ist eigentlich egal, aber Z 220. So. Dann hier, wenn ihr hier das Ne hier das Nether-Tor platziert könnt, also landet ihr dann genau. Also jetzt sehen wir, dass wir hier auf der Ding sind. Entschuldigung für die kleinen Unterbrechungen. Ich musste da, das werde ich jetzt auch später rausschneiden. Wie gesagt, hier ist das Nether-Portal, da werdet ihr gleich hier drauf auf die Festung landet. Grabt euch dann, also hämmert euch dann hier durch. Ja. Und dann seid ihr mittendrin. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie eine Lösung habt, wie man das Ender-Ei einsammeln kann, oder dass es sich wegteleportiert oder so. Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe da nicht so ganz herausgefunden, wie man es einsammeln kann. So, wir sind ja jetzt hier wieder auf meiner Welt. So, okay, dann werde ich jetzt auch erstmal einen Schnitt setzen und dann sehen wir uns gleich. So, dann sind wir jetzt auch wieder auf der anderen Welt. Ja. So, also diesmal ist es ein bisschen auch anders hier, weil hier habe ich mir also Sicherheit gebaut. Also, ja, das hat er von einem Kumpel gebaut, aber den lasse ich nicht mehr auf dem Server drauf, den kann ich wieso nicht mehr vertrauen. Also, hier ist einmal, hier kann man den Erfolg machen, Scharfschützen-Duell. Ja, wie gesagt, also kann man auch gute Erfolge machen, so wie hier mit den 500 Meter mit den Dings. Muss man aber ein bisschen die Schale kurz nach vorne drücken, welcher was wir in die falschen Schienen eingebaut. Ist mir auch erst so aufgefallen, wo ich das alles zusammengebaut hatte. Dachte ich, scheiße, falsche Schiene, aber ist egal. Dann kann man noch hier unten. Also, wenn man hier runter geht, ist eine Kiste und da kann man die mit Pflastersteinen befüllen. Kann man den Erfolg machen. Ja. Was können wir denn hier noch machen? Ja, sag schon. Dann könnte man hier noch andere Trophäen machen. Ich komme gerade nicht drauf, was nochmal. Ah ja, genau. Brutale Gewalt kann man hier machen. Ich habe dazu Zaubertränke, also Trank der Stärke und Diamantschwerte. Und dann hier noch das mit den 16 Farben von dem Wall. Habe ich auch hier. Braucht ihr schon nur abbauen. Braucht ihr also dann nur in die Wahrheit und dann wieder einfach hier hin platzieren. Okay, dann hier die Wölfe von mir. Dann hier, das ist meine Verdopplungskiste, also wo ich dann doch Sachen verdopple. Also ich weiß nicht, wie lange der Krieg geht, aber also den einen, der sich dann auch beim nächsten Video dann vorstellen wird, bestimmt. Hoffe ich mal. Den hat es gefallen, das den Krieg. Und ja, also wie gesagt, melde dich einfach bei mir wieder dann und dann, ja. Und wie gesagt, ich würde mich alles freuen, wenn ich mehr Zuschauer bekommen würde. Und wie gesagt, der 10. Abonnent von mir, also der mich dann abonniert, der wird auch bei den nächsten, also dann beim nächsten Let's Plays dabei sein. Und beim 10. Abonnent werde ich dann auch ein spezielles Thema dann anfangen. Also, wie gesagt, es wird mehr so die Shooter-Fans freuen, glaube ich, so Battlefield Handline. Vielleicht kaufe ich mir auch dann, also ich weiß noch nicht, Call of Duty Black Ops 3 kaufe ich mir auf jeden Fall noch später, also wenn ich erstmal die anderen Sachen durch habe, oder ich mache dann halb davon dann auch ein Let's Play, also Story Let's Play dann eher gesagt, nicht Online Let's Play, und dann ja, dann helfe ich einfach euch so, also mache Let's Play davon. Von Call of Duty Black Ops 3. Also wie gesagt, muss ich mir noch erst entscheiden, oder ihr entscheidet es am besten, ob ich mir holen soll oder nicht.
Wenn ja, dann sagt mir einfach Bescheid. Dann hole ich es und dann ist es auch vom Thema, also der Thema erledigt damit. Na gut, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei nächsten Let's Plays mit den anderen. Also wie gesagt, mit dem Namen zu merken, kann ich noch nicht so gut. Also dann.